Bonjour, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Illenberger Carbon Spezial. Ich bin Daniel. Ich bin Julius. Und wir sind wieder in Oberhaching für euch und haben uns heute was ganz Spezielles mitgebracht. Hondas absolute Rennbenchmark CBR 1000 RRR und natürlich nichts Geringeres als das IDM-Motorrad vom Alex Polita vom Holzhauer Racing Team. Und Holzhauer Racing Team ist das Stichwort, Julius. Da gab es ja eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit, damit dieses Produkt, wie wir es hier sehen, auch entstehen konnte. Ja, also die Verkleidung ist zusammen mit Jens Holzer und seinem Team entstanden. Wir haben sie gemeinsam entwickelt und konnten auch wieder einige Verbesserungen gegenüber dem Original einbringen. Zum Beispiel ist hier vorne das Oberteil insgesamt nochmal größer, breiter als das Original, sodass hier wirklich auch, ich sag mal, normal gewachsene Fahrer und nicht nur die ganz kleinen einen optimalen Windschutz auf der Rennstrecke genießen dürfen. Genauso verhält es sich auch mit der Seitenverkleidung. Hier haben wir auch komplett aus Carbon. Wir haben innen drin sämtliche Flügelchen, alle aus Carbon. Zusammen ein super Abtrieb. Aber jeder, der weiß, wie Carbon produziert wird, kann sich ungefähr vorstellen, was es für eine Sisyphusarbeit ist, diese kleinen Flügelchen zu produzieren und auch hier wirklich als solches darzubauen. Unten geht es weiter mit dem Unterteil. Dieses ist hier wirklich eine vollwertige, echte Ölwanne und nicht nur, wo dann irgendwie unten offen ist. Das heißt, hier werden wirklich sämtliche Mindestvolumen an Flüssigkeitsaufnahme für sämtliche Reglements wirklich locker erfüllt. Wenn ihr euch das hier anschaut, dann natürlich auch wieder eine vollwertige Tankverkleidung in einem Stück. Das Ganze halt komplettiert von einer Rahmenabdeckung, den sogenannten Rahmenschonern. Und von außen sehen sie jetzt total unspektakulär aus. Aber wenn ihr sie mal auf dem Papier seht, dann seht ihr auch ganz genau, wie komplex die eigentlich hergestellt worden ist. Da galt es, ganz, ganz viele Kleinigkeiten und Details einzuhalten. Und das wurde hier einfach an der Stelle wunderbar gelöst. So, nach hinten heraus natürlich auch im Sortiment nicht fehlen darf der Schwingschoner, der sogenannte Schwingschutz gegen kleinere Steinschläge oder halt einfach, wenn das Motorrad im Kiesbett liegt, damit die Schwinge nichts abbekommt. Direkt darüber haben wir dann wieder den hinteren Kotflügel verbaut. Dieser ist wieder einteilig zusammen mit unserer Kettenfinne, sodass hier auch wirklich ein optimaler Schutz gewährleistet ist und das Ganze in sich wirklich steif und stabil ist, weil es einfach aus einem einzigen Guss ist. Wenn ihr euch den Sitz hier nochmal genau anschaut, den sogenannten Höcker, dann auch hier wieder aus einem Teil, einteilig das Ganze. Und der große Vorteil halt einfach wirklich hier nicht nur bei den Höcker, sondern auch gänzlich bei der Honda und dieser Gesamtkomplettverkleidung ist, dass man wirklich sehr, sehr schnell halt einfach an die Innereien, an die unteren Teile, an die Elektronik rankommt, weil man systematisch halt einfach das so aufgebaut hat, dass es ruckzuck halt einfach abbaubar und wieder ranmontierbar ist ans Motorrad und somit halt einfach die nötigen Teile ausgetauscht werden können, falls mal was am Motorrad ist. Gänzlich gilt einfach auch zu sagen, wirklich hier sehr, sehr gute konzeptionelle Arbeit auch geleistet, um ja dieses Schmuckstück hier auch auf die Beine zu stellen. Und wie man sehen kann, ist das dieses Jahr auch in der IDM wirklich sehr, sehr, ja, fortschrittlich gelaufen, kann man sagen. Und ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht hier mit uns von der Stelle. Ihr habt genügend Informationen bekommen. Wenn ihr noch Fragen habt, logischerweise auch gerne auf unseren Instagram oder halt auch bei Facebook auf den ganzen Social Media Kanälen. Wir sehen uns bald wieder, wenn es heißt, eine neue Folge von Illenberger Carbon Spezial. Ich bin Daniel. Ich bin Julius. Und wir sagen Servus, au revoir. Servus auch von mir.